Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich werde hier gerade mal ein bisschen eingekesselt, ist aber alles nicht so schlimm. Schlimm ist eher, dass ich hier mal wieder auf einer Westfield-Map mal wieder keine Ketten und Motorsounds habe. Falls ihr wisst, woran das liegt oder wie man das beheben kann, schreibt mir das bitte gerne mal rein. Also ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Auch Neuladen des Replays würde nicht funktionieren. Also habe ich schon ausprobiert, funktioniert leider nicht. Wie gesagt, keine Ahnung, was das ist, warum das manchmal ist. Ist jetzt hier tatsächlich, also auch beim letzten Westfield-Video war das so. Ich kann aber wenigstens sagen, die Runde dauert gar nicht arg so lang. Hab euch jetzt hier in der Burrasque auch zwei mitgebracht. Also ich sitze in der Burrasque und bin jetzt hier, wie gesagt, auf Westfield gelandet. Reines Achtergefecht, ein Light, der Gegner ist schon tot. Eine Arti an sich, also jetzt schon mal eine gute Ausgangsposition und als Med ja eigentlich prädestiniert hier Westfield K0 ist halt nun mal eine der Schlüsselpositionen auf der Map und auch wenn man sie erfolgreich eingenommen hat, einer der stärksten Positionen, obwohl sie ja an sich erstmal ab vom Schuss ist, trifft man sich halt hier bei öffentlicher Wasserstelle. Ich in der Burrasque, wie gesagt, kann hier relativ gut hinten in der zweiten Linie stehen. Burrasque halt der Nonplusultra-Panzer, also nicht nur Premium-Panzer, sondern Allgemein-Panzer, also 8er Med, bester 8er Med, den es gibt aus meiner Sicht. Ich habe jetzt hier gerade schon ein bisschen überlegt, weil ihr wollt so ein bisschen über Premium-Panzer und halt Tech-3-Panzer labern, was sich halt lohnt, was man machen könnte. Aus meiner Sicht muss ich leider so sagen, gibt es ein adäquates Pendant, also Tech-3-Pendant zu Progetto und Burrasque. Also, ich habe ein bisschen überlegt. Wir sehen es ja hier auch im links-rechts in der Tabelle. Jeder Panzer, der hier einen Stern hat, auch auf der anderen Seite, ist ein Premium-Panzer. Und in der kompletten Runde, also wir haben in meinem Team sind es vier, im Gegnerteam sind es glaube ich sieben Panzer, die keine Premium-Panzer sind. Das macht 11, also sind wir bei knapp zwei Drittel der Panzer hier sind Premium-Panzer und das sieht man im Achterbereich regelmäßig. Wie gesagt, Burrasque stärkster Achter Panzer, also Achter Med. Und wie gesagt, auch ich hatte überlegt, was könnte man euch empfehlen, wenn es halt kein Premium-Panzer sein soll als Med? Mir fällt keiner ein. Mir fällt keiner ein. Also T-44, okay, kann man machen. Pantera, ja, okay, kann man machen. Die Saladin-Geschichte hier, die Radpanzer, könnte man sich mal angucken, habe ich persönlich noch keine Erfahrung. Keine Ahnung. T-69 sehen wir ja hier auch im Gegnerteam. Nee, also wurde zwar letztens, was heißt letztens, aber wurde ja, als das letzte Mal angefasst wurde, gebufft zumindest. Ist auch ein Autoloader, von daher gegebenenfalls gar nicht so schlecht, aber halt Autoloader-like, keine Panzerung. Und ich glaube, er hat auch kein, also das ist halt Halbwissen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Panzer nicht wirklich Tarnwert hat. Und als Med keine Tarnung haben, ist halt ätzend. Weil meistens hast du dann auch keine Sichtweite, wenn du keine Tarnung hast. Es gibt natürlich wieder Ausnahmen, aber bei Meds habe ich da immer so das Empfinden, dass so wie die Sichtweite, so wie die Tarnwerte nicht so der Bringer sind, dann auch die Sichtweite nicht so der Bringer ist. Also wie gesagt, wenn es irgendwie eine Alternative zu einem Premium-Panzer ist, maximal, wie gesagt, zu Pantera oder hier, sag schon, T-44. Auf der anderen Seite hier so Heavies zum Beispiel, da würden mir etliche einfallen oder einige einfallen zumindest. Als Tech-3-Pendant zu ihren Premium-Panzern. Also man kann natürlich nicht immer die alle Eigenschaften, ne, so ein BZ zum Beispiel, den wüsste ich jetzt auf im Achterbereich nicht, wer da noch mit rankommt, was den Schadensoutput angeht, ne, in der Zeit. Oder als Einzelschuss. Aber ansonsten sowas wie eine IS-3, klar, kann man immer machen, kann man auch gegen Defender kämpfen. Also man muss sich halt nur ordentlich anstellen. Will halt darauf hinaus, dass ich finde, dass leider die Premium-Panzer
im Achterbereich, also da meine ich hauptsächlich den Achterbereich mit, so gut sind, dass halt die Techwie-Panzer, die es als Alternative gibt, zumindest bei Metz, es halt da nichts Adäquates als Alternative gibt. Und dass man dann halt, wenn man Met fahren will im Achterbereich, also effektiv Met fahren möchte im Achterbereich, dann leider auf den Premium-Panzer angewiesen ist, also auf Buras, Progetto etc. TT. PP, nicht TT. Dementsprechend, das wollte ich mal so ein bisschen anmerken. Ansonsten, wie gesagt, so IS-3 ist guter Panzer. Wenn man TD sich anguckt, gibt es ja hier die, wie heißen sie, die nicht der Vipera, sondern das Pendant dazu, halt die CC-Geschichte. Starke TD-Reihe kann man immer machen. Isu auch starker Achterpanzer. Auch der Prott mit ein bisschen Panzerung, wunderbar. Kann man immer machen. Ja, schade. Dann kriegen wir wenigstens noch Dreck ab. So, jetzt habe ich aber auch hier noch gelabert. Würde ich sagen, Postgame-Stats. Keine so überragende Runde, aber für die Dauer der Runde doch relativ gut gewesen. Drei Kills durfte ich abstauben. Hier der sag schon, der Radpanzer, der war ganz nett am Anfang, dass man da noch den zweiten Schuss rausgekriegt hat und noch gekillt hat. Das hatte mich wirklich gefreut, weil durch seinen Tod konnte ich dann oder wollte ich dann auch vorfahren Richtung K0. Wie gesagt, drei Kills durfte ich abstauben, 3916 Schaden machen, 1276 haben wir jetzt hier unterstützt und das Ganze in 6,5 Minuten. Also, was sind hier über 5000 kombiniert, da kannst du nicht meckern. Großkaliber ist auch noch bei rumgekommen und weil halt Buras so ein krasse, so wirklich sehr gut gespielt werden kann, dementsprechend jetzt hier nur mit einem Überlegenheitsabzeichen Stufe 2, dennoch auf dem ersten Platz gelandet mit 1134 XP. Und auch das Trefferbild ist recht, also für Buras wirklich recht gut. Gut, die ist auch so genau ohne Ende. Aber man hat ja da doch, manchmal ist so, dass der zweite Schuss dann wirklich mal daneben geht oder regelmäßig daneben geht. Das hat sich jetzt in der Runde auf jeden Fall in Grenzen erhalten. 17, 15, 13. Auch da kannst du nicht meckern. Und jetzt hier mit Clan-Booster und auch mit persönlichen Boostern sind wir bei 144.121 Credits im Plus angelangt. Und weil die so kurz war, würde ich sagen, gucken wir uns einfach noch eine an. In der zweiten Runde sind wir auf Murowanka gelandet. Das Ganze jetzt hier gegen Siemer und Achter. Gibt ein Light, eine Arti. Also mal wieder recht entspannt unterwegs. Ich ziehe jetzt hier, weil es halt einfach nur eine Arti gibt und das auch nur eine Siemer in Anführungsstrichen ist. Ich dachte mir, okay, gucken wir mal, ob wir hier den EWR gleich weg-HEen können. Dementsprechend direkt mal HE drinne. Dadurch, dass er leider nicht da ist, werde ich jetzt hier auch erstmal kurz warten mit dem Schießen. Da habe ich noch keine Lust drauf, weil ich würde damit, also ich habe nur zwei HE-Mompeln dabei. Ihn habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Er ist extrem spät aufgegangen. Und er fährt auch einfach weiter. So, jetzt sieht er mich. Ich habe fix umgeladen. So, nochmal getrackt. Natürlich jetzt extremst ätzend, dass er auf einmal hier steht. Wir holen uns aber nebenbei noch Spott für den vom EBR ab. Der ist jetzt sogar geplatzt. Er ist einfach links an uns vorbeigefahren. Ich habe es in der Runde nicht mal mitgekriegt. So. Und das Schlimmste, was ihr jetzt hier gerade in der Situation machen könnt, ist wegfahren oder angreifen. Ihr seht, ich brauchte jetzt nur 10 Sekunden warten. Und schon wird der P43 jetzt von irgendwem anders angegriffen. Hätte ich jetzt versucht, irgendwie links oder rechts am Haus vorbeizufahren. Es gibt eine Arti, ihr könnt euch sicher sein, die zielt auf euch, wenn ihr die ganze Zeit offen seid. Also wenn ihr in der Buras sitzt, ist das halt einfach nur mal so. Er hat geschossen, ihn haben wir getrackt, er ist tot. Also wenn ich halt links, rechts gepiekt hätte, irgendeiner hätte auf mich geschossen. Der P43 hätte mir noch eine gegeben. Er wäre zwar dann tot, aber ne, ich wäre danach wahrscheinlich One-Shot gewesen. So habe ich jetzt die ganze Chose relativ gut überstanden. Einen Schuss habe ich abgekriegt. Bin jetzt hier aber bei 2600 kombiniert nach nicht mal 3 Minuten.
Also an sich kann man sagen, hat funktioniert. Wie gesagt, der P43, ich habe ihn einfach nicht kommen sehen. Er hat hier diese Buschreihe extrem gut in Anführungsstrichen halt ausgenutzt. Er wusste ja auch nicht, dass ich da bin, aber er ist halt genau so gefahren, dass halt die ganzen Büsche im Weg sind. Dementsprechend ist er nicht aufgegangen. Tot ist er trotzdem. So, Gegnerleit ist tot. Mitte ist geklärt. Also hier ist jetzt hier erstmal alles gesichert. Oh, wen haben wir denn da? Er kommt auch relativ spät. Er macht mich sogar auf, der Frechdachs. No, nochmal in Sicherheit fahren. Ich muss halt aufpassen, der SMV hier, winkelmäßig, können wir uns das mal angucken. Er steht hier. Ne, wenn ich hier an dem Haus links sozusagen rumpieke, für ihn ausgesehen, kann er mir geben. Dementsprechend halt nochmal kurz hinter das Haus gesetzt. Bin zugegangen, habe den T-77 sozusagen vorbeifahren lassen. Ich glaube nicht, dass er hier am Haus steht. Ich würde jetzt vermuten, dass er tatsächlich durchgefahren ist. Und ich sehe jetzt zum Beispiel auch hier, der SMV hat sich wegverlegt. Das heißt, die Mitte, also hier die Mitte der linken Seite, ist doch relativ offen vom Gegner. Das heißt, wir können da mal anfangen, ein bisschen reinzupuschen. Jetzt hier die Bäume und die Büsche halt wirklich nutzen, um Schritt für Schritt nach vorne zu fahren. Fehlt jetzt nur noch der T28. Ich werfe mir auch mit Absicht in so einer Situation alle Bäume um, die ich halt brauche, um halt irgendwie unspotted schießen zu können. Ja, er ist schon mal One-Shot. Weil umgeworfene Bäume geben euch mehr Tarnwert als nicht umgeworfene Bäume. Mal so als Sidefact. Ich kenne die genauen Prozente nicht. Ich glaube, es für einen Baum, der steht, sind es, glaube ich, 20% und für einen umgeworfenen sind es, glaube ich, 30%. Also es sind zwar nur 10%, aber warum nicht? So, da haben wir den Prot. Also auch dahingehend alles richtig gemacht, dass wir da nicht einfach reingefahren sind. Jetzt steht rechts leider die ISU. In so einer Situation, ne, jetzt ist alles auf. Wir wissen, wo jeder ist. In so einer Situation, links und rechts ist sozusagen der Gegner vertreten, aber in der Mitte überhaupt nichts. Wenn die ISU jetzt nicht wäre, würde ich einfach durchfahren. Also ich würde ein bisschen, einmal so, ich würde sozusagen hier Richtung Häuser fahren, nach hier hinten und dann nach links, also bis zur Redline durchfahren und dann von hinten versuchen, die Gegner aufzuräumen. Dadurch, dass jetzt hier hinten aber die ISO halt im Busch hockt, kann ich das nicht machen, weil sie, wenn sie zum Beispiel Tarnnetz hat, und davon kann man ja auch ausgehen, in so einem Panzer, also in einem TD an sich, könnte man davon ausgehen, dass er halt Tarnnetz verbaut hat. Oder auch ohne Tarnnetz mich, also nicht Tarnnetz, sage ich hier schon, sondern hier Schernfernrohr, meine ich natürlich, nicht Tarnnetz. So, also genau den Move, den ich jetzt mache, hätte ich halt gemacht, aber leider ist da der CS im Weg, der dann doch auf einmal zurückgefahren ist. Ich breche also ab. T-77 auch zurückgefahren. Keine Ahnung, was die auf einmal, also das habe ich in keinster Weise erwartet. Die haben hier eben gerade alles aufgeräumt. Und sind ja HP-mäßig auch noch gut dabei. Auch der Prot war ja noch voll, als er hingefahren ist. Er ist auch immer noch voll. Also die haben da drei fast volle Panzer und ziehen sich auf einmal zurück. Das war sehr unerwartet. Heißt aber nicht, dass wir jetzt hier wegrennen. Das heißt einfach nur, dass wir wieder auf Spot-Posi gehen. Jetzt sind sie wieder nach vorne gefahren. Also ganz komische Geschichte. Er guckt gerade zu mir. Ich kann es mir nicht erklären, aber er guckt zu mir. Er ist halt aufgegangen. Er überlegt sich halt auch, okay, von wo gehe ich jetzt auf?
keine Ahnung, wo die ISO hin ist, aber auf jeden Fall, EBR hat den Hügel überprüft. Das heißt, ich mache jetzt hier direkt nochmal den gleichen Move. Diesmal ein bisschen weiter ausgeholt. ISO geht ganz rechts auf, kann mir also nicht gefährlich werden. Ich hatte halt nur noch, ihr seht, jetzt voll ist was anderes. Bin zwar nicht One-Shot, aber hier der T-77 ist halt nur mal ein Autoloader. Der Prot macht ordentlich Schaden. Also ich brauche eigentlich nur zwei Kugeln abkriegen und bin dann halt tot. Dementsprechend war reinpushen jetzt nicht so die beste Option für mich. Also wie gesagt, jetzt hier probieren von hinten die Leute aufzurauchen, ist eh Abschmatzphase. Von daher einfach machen. Aber hat leider nicht so richtig funktioniert. Wir sehen hier hinten nichts. Bin zu weit nach hinten gefahren, hätte gleich hier in den Busch reinfahren müssen. Also hier einfach reinfahren, dann den T-77 zusammen mit dem G-Saw rausnehmen. Das läuft unter dem Motto, wie man es macht, macht man es falsch. Komm mal her, jetzt hier Prot. Zweiter Schuss auf die Twex. Vielleicht kann er ja nicht reparieren. Arti retrackt ihn gegebenenfalls jetzt gerade, oder hat ihn gerade nochmal retrackt vielleicht. 171 Support kriegen wir noch ab und Yvonne haben wir auch noch. Auch die Runde ordentlich runtergespielt. Ein Kill durfte ich insgesamt abstauben, 3045 Schaden machen, 1895 haben wir unterstützt. Diesmal keine Medaille, Überlegenheitsabzeichen Stufe 2 haben wir gekriegt und auf dem ersten Platz sind wir auch noch gelandet. Und Trefferbild 10, 10, 9, fast perfekt. Kannst also auch nicht meckern. Und auch hier wieder, weil halt mit weiterhin mit Boostern unterwegs, wieder 158.531 Credits und das in 9 Minuten. Also kann man grob sagen, innerhalb von 15 Minuten 300.000 Credits plus gemacht in den beiden Runden. Und genau dafür ist die Burrask high. Also kein Panzer kann das so gut wie die Burrask aus meiner Sicht so schnell so viel Geld zusammenfahren. Ich spreche ja ungern Kaufempfehlungen aus und auch nebenbei gesagt, ich habe also kein Vertrag mit WG oder sonstig irgendwas. Jeder macht, wie er möchte. Aber wenn man sich einen Premium-Panzer kaufen wollen würde, ist das aus meiner Sicht der beste, den man kaufen könnte. So, genug gelabert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal.